Hallo und stillgestanden hier zu meiner neuen Folge oder zu unserer neuen Folge, nämlich meinen kleinen Soldaten. Speaking Raven angetreten. Jawohl, Sir. Haha. So, wir spielen hier Infitech 2 und ja, diese Folge kommt jetzt bei mir auf dem Kanal, wie angekündigt, immer abwechselnd. Die erste Folge war bei uns beiden und Richtig. ja, ich bin jetzt heute für das Questbuch zuständig. Na, richtig. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn schon alles? Was brauchen wir denn noch? Torching, wir brauchen 4 Fackeln. Die können, würde ich mich jetzt erstmal gerne heute kümmern. Ja. So, hast du mir denn noch was von der Kohle übergelassen, die ich mitgebracht habe? Alles noch da drin, ja. Okay. So, und dann machen wir daraus mal noch die 6 Stück machen wir dann noch mal eben. Mein Questbuch. Mein Questbuch, so. Ja, damit. Und dann kümmern wir uns mal eben um Holz. So. Hast du mal probiert, so einen großen Baum zu fällen? Mit der Axt? Ja, habe ich schon mal gemacht auf dem Singleplayer. Funktioniert normal, oder? Nee, funktioniert gar nicht. Gar nicht? Der zieht den ganzen Kern raus, aber alle Äste bleiben. Aber so ein Great Wood Log, der kommt ganz gut, wenn der fällt. Lecker, lecker, lecker. So, das war Stamm 1. Das ist Stamm 2. Stamm 3. Und Stamm 4. Weil der zentrale Stamm bei einem Great Wood Log besteht ja immer noch aus 4. Und jetzt haben wir hier eine schwebende Baumkrone. Und meine Axt ist kaputt. Damit. So. Super. Aber dafür habe ich jetzt 59 Holz. Nice. Ich gehe mich auf den Weg, Rubberwood zu suchen. Cesar Rubber. Ja, genau. Such mal eine. Ein Sumpfgebiet. Ich würde mal vorschlagen, du gehst Richtung Süden. Süden, ja. Ja. Und ja. Hier ist ein Altar. So. So, jetzt. Ach, jetzt kriege ich eine Fenstereinblendung. So, jetzt aber ausgestellt. Na, hier gibt es irgendwie nichts. Ja, und es wird schon wieder dunkel. Ich habe Gold gefunden. Aha. Hab Gold gefunden. Gold. Oh, das ist schön. Und Riesenvorkommen. Ölsand. Ab und zu Gold. Kohle müsste, glaube ich, auch ab und zu sein. Oder auch nicht? Ja, unsere Kohle werde ich jetzt gerade so alles verbraten, was wir da haben. Bis auf eins, das lasse ich mal noch. Weil, dann werde ich jetzt mal hier unsere Gegend so ein bisschen ausleuchten, so um uns herum. Ja. Was wir bräuchten, ist ein Bett. Beziehungsweise, was wir bräuchten, ist ein Bett. Oder zumindest zwei. Ja, das wäre ganz nett. Und weit und breit ist hier einfach kein Rubberwood. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir werden noch welches finden. Hauptsache, wir kriegen vielleicht, wenn wir Glück haben, in den Materialtaschen für den Reward, dass wir dann na, ein Rubber Tree Sapling kriegen.
Das habe ich nämlich im Singleplayer gehabt, da habe ich nämlich Rubber Tree Saplinge im Gericht. Also ich habe da noch keine bekommen. Ja doch, ich habe welche gekriegt und auch sehr viel Eisen habe ich gekriegt in dem Bag. Naja, das gibt's dann was. Aber das, so ein Stack Eisenbarren war dann nochmal nichts gegen, ne? Ja. So. Hat What der the Server fuck? einmal gerade gespeichert, deswegen hat er wieder geleckt. Ja, Oh ich mein hab Gott, der mich. Baby, dieser kleine Enderman. Ja, die Baby-Endermans, ich finde die voll geil. Ich finde die total geil, aber ich bin hier wieder Der total tötet die umlagern. Creeper hier. Ja. Nice. Die sind noch auf deiner Seite, wenn sie größer werden, nicht mehr. Ich habe ein Enderfragment. Was ist das denn? Ja, von den Enderfragmenten, damit können wir uns Enderperlen machen. Wow. So. So, ich habe jetzt mal so ein bisschen Umkreis hier beleuchtet. Jetzt muss ich mal eben meine Map umschalten. Wir auf den Nachtmodus haben, bitte. War das hier nicht. Naja, Gott. Finde ich So. echt nichts. Was ist denn da hinten? Da hinten leuchtet was. Hab hier so Richtung Südosten habe ich, oder Ost-Süden, irgendwie auf jeden Fall so, ja, knapp in deine Richtung, wo du hingelaufen bist, ein bisschen links davon, habe ich irgendwie so einen Turm, der leuchtet oben an der Spitze. Aha. Zumindest sieht es so aus. Weiß aber nicht, was das ist. Vielleicht ein Dungeon. Könnte gut sein, ja. So, warte mal, jetzt probiere ich doch mal was auf. Wir haben noch unten. Ganz unten Rubber, das. da habe ich. Was? Rubber Tree. Wie viel hast du denn davon? Ich baue gerade den ersten ab. Oh! Ich habe so einen Fallen Knight wieder hier und ich habe keine Waffe. Ah, super. Box den gerade mit dem Bauxitklotz in der Hand. Ich Der wollte ins Haus rein. Na. Geil. Was hast du denn bekommen? Nichts Besonderes. Nur Sehr ein schön. Kettenhemd und Kettenstiefel. Nichts Besonderes. Nö, nö, nichts Besonderes. Aber Stiefel habe ich schon, die habe ich schon beim letzten abgesahnt. Der letzte Kettenritter, den ich geschlachtet habe, der hat schon. Ja. So, ich komme zurück. Ja. Wenn das Skelett mich durchlassen würde. So. Die letzte Kohle tue ich mal rein. Das Greatwood Lock tue ich auch mal eben rein. Wie spät ist es? Halbzeit. Jo, Halbzeit, genau. Oh nee. Und wir haben schon wieder so einen Fallen Knight auf dem Pferd, direkt auf dem Zombie-Pferd vor unserer Tür. Die haben doch irgendwas gegen uns. Ich hab hier schon ausgeleuchtet. Hab hier schon ausgeleuchtet. Ja, die haben irgendwas gegen uns. Oh, jetzt kommt hier noch ein Zombie rein. Und jetzt kommt auch noch der Reiter hier hin. Seh zu, dass du irgendwie reinkommst. Oh Gott. Bist du im Wasser? Ich bin im Wasser, ich tauche gerade runter. Oh, das Skelett macht mir gerade Sorgen.
Ein Skelett mit Pfeil und Bogen, oder? Ja. Oh, Okay. was hast du denn da für eine Menge hinter dir? Komm hinten raus aus dem Wasser irgendwie und versuch rumzukommen. Ich mache hier so lange die Tür zu. Okay, ich reige langsam wieder. Hast du was zu essen? Hatte ich ja. So. Komme. Ja, dann in das Loch reinspringen. Ich nehme, sag mir dann Bescheid, dann Okay. spring in das Loch rein. Elegant reingesprungen. Ja, und ich habe unter dir den Boden weggemacht, damit du runterfällst und reinkommen kannst. Ach, Fackeln hast du ja schon. Okay. Ja, Fackeln habe ich schon. Ich habe noch eine, habe ich noch hier. Zack, da steckt sie jetzt an der Wand. So. Jetzt ist nur, glaube ich, das gute Essen ist alles draußen in der Kiste, ne? So ziemlich. Ja, weil ich muss nämlich so langsam was essen. Onion, Korn. Den Peanut am besten einmal kurz lassen. Den können wir sehr gut gebrauchen. Den Peanut ganz unten rechts. Am Ja. besten lassen. Ja, die. Ja. So, aber warte mal, die packe ich wieder rein. Ach, ich habe kein Wasser. Wir haben keinen Eimer. Ach so. Ja. Da liegt was für dich. Nice. Ach so. Also langsam wird es wieder heller draußen. Ah! Da kommst du mir direkt ins Bild rein hier. Hallo, fertig. Das der Fallen Knight oder? Brennen. Ändert so, ja. Ja. Auch lol. Yay, ich habe ein Iron Sword. Hey, super. Hat das gedroppt, das ist ja geil. Ups. Oh, Reaper. Zwei Creeper. Drei. Und einer davon, der dunkelgrüne, ist derjenige, der diese Confusion macht. Der macht kein Loch, der macht nur hinter dir, feindlicher Spieler. Frieden. Frag mich nicht warum, aber irgendwie sind hier NPCs eingebaut. Das sind feindliche Spieler. Aber Unfrieden. auf diesem Server kann sonst keiner kommen. Ja. Ich frag mich also. Boah. Ist Hast du die einfach. Enderfragmente noch? Weil ich habe auch noch zwei gerade gekriegt. Hab nur einen. So. Ja. Cleanstone. Fackeln habe ich jetzt auch wieder gemacht. Den Reward habe ich jetzt gerade geclaimed. So, wir kriegen eine Münze, haben wir gekriegt. Und jetzt nochmal sechs dazu, sind sieben. So, und dann machen wir daraus, nämlich machen wir jetzt mal eben eine silberne Münze. Ach, wir brauchen acht, verdammt. Ich mach mal so eine Rubber Farm. Ja. So, da unten haben wir jetzt genug. So. Rubber Tree Farm. Oh, warte mal, hier ist Dings. Ah, ich brauche Planken. Ich brauche Planken.
Hopp. So, einmal. Zweimal. Ja. Liegen auf dem Boden. Liegen auf dem Boden wo? Hier. Ach, da bist du. Okay. So. Dann. Wir brauchen noch weitere Chests und wir müssen mal so langsam gucken, dass wir jetzt Cobblestone wirklich kriegen. Ach, warte mal, ich glaube, ich habe doch noch. Unten habe ich doch noch, glaube ich, Planken vom Great Wood Block. Ja. Unten hatte ich noch Holz. So. Ah, nein. Ich hoffe, die kann ich jetzt wieder zurückcraften. Weißt du, ob es einen Tisch gibt, wo die Sachen dort ja drinne bleiben? Ich kenne nur. Warte, bist du gerade im Crafting Table? Nee. Ja, warte mal. Ich könnte was testen. Ich weiß aber nicht, ob es das Rezept hier gibt. Es gibt diesen Constructing Table, wo du das Crafting Table eigentlich einfach nur nochmal in das Inventar legen muss und beziehungsweise ins Crafting Grid bei dir im Inventar und dann funktioniert das eigentlich. Ja, das geht jetzt nicht. So. Hast du ein bisschen Cobblestone? Ich habe noch Cobblestone, ja. Schmeiß ich dir mal rüber. Ich hole mir gerade neues, weil ich habe mir jetzt gerade eben noch zwei normale von den Steinpicken gemacht. Die bringt zwar nicht viel, aber damit kann ich erstmal etwas abbauen. Wie weit ist die Zeit? Ja, ist so weit fertig, glaube ich. Ja, ist fertig. Da haben wir nur noch eine Minute knapp etwas drüber. Ja, da können wir mal kurz noch eine Sache machen. Dauert nicht lange. Für eine Quest jetzt. Okay. Bereite das ihm kurz vor. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Ich bin gerade schon mit der Cobblestone am Farm. Aber ich komme eben wieder zurück. Warte, warte mal. Habe ich denn alles da? So. So, das brauchst du, das. Ein Cleanstone. Und irgendwo in den. Ja, genau, hier. Brauchst du noch einen Tintensack. Ach so. Um diesen Buch da zu erstellen. Das Buch, das ist Tintensack. Dann brauche ich das normale Buch. Und Kohle, ne? Ja, den Kohleerz. Hä? Kohleerz. Ja, aber die Frage ist, wie rum war das nochmal? Ganz oben links, den Buch. Ja. Rechts daneben den Tintensack. Ja. Zweite Reihe links ist der normale Stone. Der normale Stone, genau. Und danach kommt die Kohle. Genau. Ja, dann habe ich es jetzt. Das war meine kleine Erinnerung gerade. Damit ist unsere Folge zu Ende. Und ich kann dann nur noch sagen zu euch, rührt euch, ihr dürft wegtreten. Das war diese Folge für heute. Morgen geht's beim Speaking Weapon wieder weiter. Richtig. Dann verabschiede ich mich hier schon mal. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.